Am sechsten Spieltag ging es für den FC Hansa Rostock ins knapp 750 Kilometer entfernte Aalen. Wie schon im Jahr zuvor holte die Kogge bei den Schwaben auch in dieser Auswärtspartie ein 1:1 Unentschieden. Nach einer schnellen Führung der Gäste fiel nach knapp einer Stunde der wichtige Ausgleich durch Hansas Innenverteidiger Matthias Henn, der in diesem Moment goldrichtig stand. Von Tobi die Ecke war ein bisschen lang, ich hatte mich auf einen kurzen Pfosten orientiert. Timo hat das dann am zweiten Pfosten gut gelöst und dann war der Ball eigentlich fast schon auf der Grundlinie und ja, bin dann instinktiv einfach direkt vors Tor gelaufen und der Ball kam scharf und da musste ich dann nur noch einen Fuß reinhalten und ja, das ist selbst mir dann gelungen. Nach dem nun vierten Remis in Folge ist das Ziel für das kommende Heimspiel am Sonnabend um 14 Uhr gegen die Sportfreunde Lotte klar. Wir wollen die Unentschieden-Serie beenden, das ist gar keine Frage. Gerade hier zu Hause mit unseren Fans im Rücken gegen einen starken Aufsteiger bisher, das wissen wir. Und da wird uns der Trainer natürlich auch noch einige Bilder zeigen. Aber ja, es ist ganz egal, wer Samstag kommt. Wir wollen mit aller Macht und mit den Fans im Rücken den zweiten Heimsieg. Spannend wird es allemal, denn bislang standen sich beide Teams in noch keinem einzigen Pflichtspiel gegenüber. Zudem zeigte sich der Aufsteiger aus Nordrhein-Westfalen bisher in blendender Form und steht nach dem sechsten Spieltag mit 11 Punkten auf dem 5. Rang. Im DFB-Pokal konnte sich Lotte in der ersten Runde sogar gegen Werder Bremen durchsetzen. Es ist völlig klar, dass du Werder Bremen nicht einfach so im Vorbeigehen mal schlägst. Und wir haben jetzt auch gegen Regensburg eine starke Reaktion gezeigt und starke Qualitäten gezeigt, indem sie das Spiel nochmal gedreht haben. Und ja, von daher werden die mit viel Selbstvertrauen hierher kommen. Aber ja, die waren noch nie hier, die werden das erste Mal im Ostseestadion sein. Und ich denke, mit unseren Fans, da werden wir ordentlich Radau machen. Und wir wollen auch einfach eine starke, spielerisch, aber auch kämpferisch gute Leistung auf den Platz bringen und Lotte von Anfang an halt auch mehr als Paroli bieten. Und dann bin ich guter Dinge fürs Wochenende. Fraglich bleibt nach wie vor der Einsatz von Abwehrkollege Markus Hoffmann, der erst am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Passen muss höchstwahrscheinlich auch Linksverteidiger Fabian Holthaus wegen einer Zerrung im Oberschenkel. Das Heimspiel an diesem Sonnabend wird übrigens die bereits zweite englische Woche der Saison einleiten. Der Partie gegen die Sportfreunde aus Lotte folgt am Mittwoch ein Auswärtsspiel in Köln, bevor wiederum am Sonntag das Heimderby gegen den FSV Zwickau ansteht. Einmal eine Runde um den heiligen Rasen im Ostseestadion drehen, auf den Trainerbänken Platz nehmen oder ein ganz persönliches Erinnerungsfoto mit dem Lieblingsspieler machen. Was sonst fast undenkbar ist, war am vergangenen Sonnabend ausnahmsweise mal möglich. Der FC Hansa hatte nämlich zum Fan- und Familientag geladen und wollte den rund 3000 Besuchern natürlich ganz besondere Erinnerungen an diesen Tag verschaffen. Neben den vielen Aktionen, Attraktionen und Gewinnspielen war aber wie immer der Auftritt unserer Trainer und Mannschaft das absolute Highlight für die Fans. In dieser Woche standen gleich 11 Hansa-Mannschaften auf dem Platz des Ostseestadions. Nach den Ferien konnten nun endlich die Mannschaftsfotos der Hansa-Nachwuchsteams in Angriff genommen werden. Vor allem für die ganz kleinen Kicker natürlich ein absolutes Erlebnis, wie die Profis auch auf dem heiligen Rasen zu stehen, wenn auch erst einmal nur für das offizielle Mannschaftsfoto. Und zuletzt noch der Blick auf das Programm unserer Nachwuchsteams an diesem Wochenende. Die B-Junioren der Kogge erwartet der nächste Härtetest der Junioren-Bundesliga. Am Sonntag gastiert nämlich der SV Werder Bremen im Rostocker Volksstadion. Die U19 bekommt es am Sonnabend in der Regionalliga Nordost mit dem 1. FC Magdeburg zu tun. Und die U21 muss Sonntag auswärts beim aktuellen Tabellenführer der VSG Altglienicke antreten.